Magdalena. Ich wohne derzeit in Berlin. Ich bin auch in Deutschland aufgewachsen, in Niedersachsen mit meiner Familie. Jetzt bin ich seit 2,5 Jahren in Berlin. Bin hier fürs Studium hergekommen. Ich studiere Soziale Arbeit. Ich lebe hier in einer Gemeinschaft. Das ist mir sehr wichtig. Genau, viele nette Menschen um mich herum zu haben, auch wenn meine Familie weiter weg ist. Wenn ich hier meine Schuhe anschaue, genau, dann denke ich an meine Mama. Ich habe die Schuhe nämlich nicht selber gekauft, ich habe die von meiner Mama geschenkt bekommen. Und jetzt trage ich sie, bis sie auseinanderfallen. Oder auch nicht. Von zu Hause aus bin ich mit diesen Schuhen, ich denke, die weiteste Entfernung ist der Bodensee, die ich mit denen gereist bin, nach Lindau. Da war ich auch mal zu Hause und da fühle ich mich tatsächlich auch noch ein bisschen wie zu Hause. Und genau, weil da noch viele Menschen leben, die ich sehr gerne mag. Ich glaube, zu Hause, zu Hause gibt es mittlerweile einige Orte. An manchen Tagen gibt es auch keine Orte. Im Moment fühle ich mich tatsächlich zu Hause in meinem kleinen Zuhause auf 4 Rädern. Das genau, nehme ich zur Not einfach mit, wenn es mir nicht mehr gefällt. Berlin kann ich nicht als mein Zuhause sehen. Das ist zu groß. Das bin zu wenig ich. Also die weiteste Strecke, die ich mit diesen Schuhen wohl zurückgelegt habe, war von meiner Mama, von dem Zuhause, zu meiner Schwester nach Norwegen, wo ihr Zuhause ist und somit natürlich auch ein Teil mein Zuhause, wenn da ein Teil, also ein wichtiger Teil meiner Familie wohnt. Das ist eine schöne Erinnerung auch daran, alles um die Hochzeit meiner Schwester rum. Wenn ich mir morgens meine Schuhe binde, also gerade bei denen, weiß ich schon, dass ich mich abends ärgern werde, sie wieder aufmachen zu müssen, weil ich einen Doppelknoten machen muss. Ich freue mich meistens auf die Dinge, die vor mir liegen, wenn ich weiß, was das ist und wenn ich arbeiten gehe oder zur Uni, dann freue ich mich auf den Feierabend. Freue mich auch teilweise auf die Menschen, die ich dort treffen werde. Und wenn ich Aufgaben vor mir habe, wo ich noch nicht ganz weiß, was mich erwartet oder ein bisschen unsicher bin, klar, dann habe ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen Angst vor. In den Schuhen von jemand anderem zu leben, das versuche ich mir tatsächlich jeden Tag wieder vorzustellen. Also natürlich klappt es nicht jeden Tag, aber gerade wenn ich mich mit Menschen unterhalte, zum Beispiel, die anders denken als ich, die anderes erlebt haben als ich, die andere Wünsche, andere Vorstellungen haben als ich, dann versuche ich ganz doll mir vorzustellen, warum diese Person so ist, wie sie ist. Und das, ja, das hat sicherlich ganz viel damit zu tun, wie die Person aufgewachsen ist zum Beispiel, was, also 1000 Faktoren. Die Familie, der Ort, das Geld oder die Werte, die mitgegeben wurden. Dinge, die jeder Mensch haben sollte. Also natürlich sind das die grundlegenden Dinge, das Dach über dem Kopf, das Essen, die Kleidung. Aber ganz doll auch jemand, eine Person, die der anderen Person Werte einfach weitergeben kann, vermitteln kann. Ja, die Möglichkeit zu haben, frei und glücklich zu sein, also was auch immer das
was auch immer das bedeutet, aber einfach entscheiden zu können, wer möchte ich sein, was möchte ich tun. Also, wenn man ganz ehrlich ist, dann hat es im Endeffekt dann doch auch wieder was mit Geld und dem richtigen Pass zu tun. Tatsächlich habe ich das Glück, behaupten zu können, dass ich sehr leichtfüßig, also fühlt sich so an, durchs Leben gehe, weil ich einfach ganz viel Glück irgendwie in meinem Leben bisher hatte. Und wenn es irgendwelche Steine gab, dann waren die irgendwie nicht groß genug, als dass man sie irgendwie nicht übersteigen könnte. Ich gehe gerne naiv durchs Leben. Manchmal lege ich mir die Dinge auch so, wie ich sie gerne hätte. Ich wünsche mir natürlich, dass wenn ich sterbe, dass ich irgendetwas getan habe, das irgendwie gut war. Für irgendwen, für irgendwas, wie groß auch immer das gewesen sein mag. Also ja, natürlich zählen auch Kinder zu meinen Wünschen, denen ich gerne etwas mitgeben würde. Also ich glaube, wenn eine andere Person in meinen Schuhen stecken würde und diese tragen würde, dann würde sie merken, dass die sehr gut passen. Und die Person in den Schuhen, die könnte auf jeden Fall viel träumen. Also zum Handeln bringt mich natürlich Langeweile. Es bringt mich Neugierde zum Handeln. Und es bringt mich Ungerechtigkeit dazu zu handeln. Das sollte einen zum Handeln bringen. Eigentlich habe ich im Moment jeden Morgen das Gefühl, so ein bisschen gegen den Strom oder neben dem Strom zu schwimmen. Vielleicht hat es auch was mit der Stadt zu tun. Das ist an jeder Ecke ein ganz großes Angebot an allem gibt. Ganz viele Dinge, die man kaufen kann und die man noch brauchen könnte. Da bin ich natürlich auch nicht frei von, dass ich nicht auch Momente habe, wo ich denke, oh, das brauche ich, weil alle anderen haben das auch. Eigentlich weiß ich, dass ich es nicht brauche. Und ich weiß auch, dass die anderen es nicht brauchen. Also ich glaube, es war erst nicht ganz bewusst, dass ich mich dagegen entschieden habe, mit zu schwimmen, mit zu spielen, mit zu konsumieren. Ich weiß einfach, dass es falsch ist, weil es die Menschen nur auseinanderbringt. Wenn ich immer nur will, dass ich mehr als meinen Nachbar oder meine Nachbarin habe, dann will ich ja indirekt auch, dass die weniger haben als ich. Man braucht auch andere Dinge als nur Materielles, so um irgendwie glücklich zusammen zu sein. Also wo mich meine neuen Schuhe hintragen sollten, na ganz weit, hoffe ich doch. Nicht, dass sie auf der Stelle treten. Naja, ich hoffe, dass ich mit denen immer irgendwie meinen Träumen hinterher rennen werde und die nicht aus den Augen verliere. Vielleicht sollten sie mal ein Stück einer Utopie hinterherlaufen. Wenn ich ja weiß, dass es eine Utopie bleiben wird, aber vielleicht kann man der ein Stückchen weit nahe kommen.